Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück bei GTA San Andreas. Wir müssen was jetzt genau tun. Das schauen wir uns mal an. Freut mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Ich sollte auch mal die Karte richtig öffnen, dann sehe ich auch besser, was Sache ist. Aber ich merke, die Gegend, wo Big Smoke sich rumtreibt, haben wir weiterhin keine Mission. Einen kompletten Bereich haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Und wir werden, bleibt uns ja eigentlich nur hier der Ort hier zur Verfügung. Da oben ist auch noch ein Alien-Kopf. So ein Kopf, nicht ein Kopf. Ja, gib mal deine Karre. Du bleibst sitzen? Du bist ja richtig tiefenentspannt. Hä? Ach, schade. Ich habe mich gerade richtig gefreut und dachte mir, bleib ruhig. Schade. Ach, das hätte ich ja schon fast zu Fuß laufen können. Aber ich will jetzt auch nicht künstlich die Folge in die Länge ziehen. Aber das Fahrfeeling ist hier wirklich viel geschmeidiger als in den anderen GTA-Teilen. Schon wieder ein Helio über uns. Randfalli. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Randfalli. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Mm. Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No. A personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Naja, ich sag mal so. Warte, hol das Auto aus der Garage. Okay. Also ich sag mal so. Der eine war nicht sehr gesprächig. Aber, ob man sich wirklich mit Triaden untereinander sich einmischen sollte, mag ich zu bezweifeln. Also ich hätte mich da rausgehalten. Aber unser Charakter will, dann müssen wir das jetzt leider machen. Ups, schön, hab ein bisschen Schluck auf. Ungünstiger Zeitpunkt. Mann. Also das wird auf jeden Fall noch Ärger mit sich bringen. Was? Wie ich vergessen habe. Also ich weiß noch, was passiert ist bei San Andreas und wie das Ende ist. Aber das Mittelding mit den ganzen Missionen, boah, keine Ahnung mehr. Also da kann ich mich besser bei... Was ist die Leine? Da kann ich mich besser an bei City erinnern. Sogar an GTA 2. Ich weiß aber nicht warum. Dabei habe ich San Andreas auch richtig gesuchtet. Damals habe ich alle Gangmitglieder ausgerottet. Und dann weiß ich noch, das war so ärgerlich. Ich habe alle Ganggebiete eingenommen. Und dann irgendwann kam eine Mission, wo du alles verloren hast. Und ich hatte da das nicht euer Ernst. Das war eigentlich komplett umsonst. Ja, ist jetzt ein kleiner Spoiler. Aber für all diejenigen, die es noch nie gemacht haben, nimmt jetzt nicht alle Gebiete ein. Es bringt euch dann letztendlich eh nichts. Okay, Spaß macht's, aber naja. Was ist denn hier für eine geile Garage? Interessant. Oh, da steht unser Auto. Was ist denn das für eine Karre? Oh, nee. Oh, ich dachte, jetzt kommt hier so eine richtig geile Karre, weil wir sollen hier richtig undercover-mäßig unterwegs sein. Oh. Das ist ein Hinter, den wir uns bewachen, die Ausgänge. Okay.
Bitte mal bitte nicht auf mich schießen. Dankeschön. Der Pipi dich. Maschinenpistole. So. Machen wir mal hier zum verkackten Ausgang. Hi. Ja, bitte. Also warum stellt man sich einem Auto in den Weg? Nee. Gott sei Dank treffen die noch keinen Reifen bei mir. Hätte ich nämlich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Ich wollte gerade die Abkürzung nehmen. Ah, dann wäre ich ins Wasser gelandet. Ja, gut, dass hier nicht die ganze Zeit durchgehend die Rampe ist. Auch ein komischer Spiel-Designer gewesen. Aber lass das mal deren Problem sein. Warum ist da überhaupt so eine Autobahnrampe? Kannst du mal bitte aufhören? Ah, das war jetzt eigentlich unklug. Komm mal her. Ah, nee, ich hab doch. Selber schuld. Hi. Hey. Ihr wollt mich verarschen. Die ballern auf mich, aber ihr jagt jetzt mich. Stopp der Car! Aha. Oh nein, nicht von meinen 2 Sterne. Oh, leck mich. Okay. Das macht die Sache nicht einfacher. Die dürfen auf mich schießen, kein Problem. Was ist denn bei euch falsch? Okay, die sind ein bisschen getriggert hier alle. Ich habe die NPCs ein bisschen nervös gemacht. Ah, I love it, diesen Motorsound, ne? Also in den Kommentaren wurde mir gesagt, dass dieser Sound auch schon immer so war. Also ganz ehrlich, das mag ich zu bezweifeln. Perfekt. Ach. Ich dachte, die Action beginnt jetzt erst. Ja, okay. Das war ja jetzt nicht so dramatisch. Jetzt eine geile Karre. Es ist keine geile Karre, aber ich nehme dich jetzt einfach mal. Ah, die musste doch nicht ins Gesicht boxen, Mann. Tut mir leid. Mein Charakter ist so ein bisschen aggressiv. Dann fahren wir jetzt mal wieder zu Wuzi. Machen ihn mal weiter. Das ist ein Alien-Cop. Weiß nicht, ob wir den machen sollen. Ich frage mich, ob das auch eine Hauptstory ist oder nur so eine Nebenmission. Weil man hat ja auch in GTA normalerweise Nebenmissionen, die man nicht machen muss, aber kann, um 100% Spielfortschritt zu generieren. Wow. Ah, Moment, Moment. Ich kein Geld dafür bekommen für die Distanz. Also ich glaube, man kriegt nur Geld, wenn man immer seinen Rekord schlägt, oder? Ich glaube, so war das. So, was hast du jetzt, Kollege? As honored as I am to share my home with you. Ich spiele Xbox. We should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ja, okay. Die Map war noch nicht da. Ah, raus aufs Land. Dann wollen wir dies doch tun. Also ich denke mal... Aber was ist das? Diesen Leuchtdinger, den habe ich jetzt schon manchmal gesehen. Was? So, da ist der Amboss oben eben gewesen. Ich dachte jetzt hier Spielfehler über Spielfehler. Aber ich weiß nicht, ob das Licht wirklich ein Spielfehler ist. Könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, weil ich kann mich nicht daran erinnern, was dieses blaue Licht eben beim Fußgänger
also beim Bürgersteig war. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich würde jetzt mal vorurteilhaft sagen, Spielfehler. Aber warum sollte das so blau leuchten? Warte, wir sollen aus Land. Ist das jetzt vielleicht das Gebiet, was wir jetzt neu freischalten? Das ist aber schön hier. So, wirklich cool hier. Schön mit Läden. Wohnsiedlung. Du hattest kein Licht an. Ist auch wirklich ungewohnt. Letzter Zeit habe ich ja, falls ihr es mitbekommen habt, ich mache ja auch Livestreams jetzt. Und es ist wirklich anders, wenn man sich unterhalten kann. Oder wie jetzt hier in Let's Play versuchen, Alleinunterhalter zu sein. Habe ich Spaß dran, keine Frage. Sonst hätte ich es ja nie gemacht. Aber man merkt schon einen Unterschied. Ich finde auch wirklich, Livestream ist einfacher. Einfacher in dem Sinne, du kannst einfach ein Gespräch geschehen lassen. Du hast einfach Spaß, du lachst dich kaputt, wenn irgendeiner Blödsinn labert, meistens ich. Und aber hier muss man wirklich versuchen, auf das Spiel sich einzulassen, versuchen zu analysieren. Das macht mir Spaß, keine Frage, aber ist wirklich anstrengender. Das kann auch nicht jeder. Also ich habe schon viele gesehen und bitte, ich bin jetzt hier kein Profi oder sonstiges, aber ich habe schon so viele Leute gesehen, die versuchen das. Die spielen einfach, reden vielleicht mal einen Satz in 20 Minuten. Das kann es ja nicht sein. Du musst ja irgendwo einen Redefluss haben, du musst eine Quasselstrippe sein, aber auch keine nervige Quasselstrippe. Jeder ist anders. Natürlich gibt es jetzt da draußen schon Leute, die sagen, ich bin eine nervige Quasselstrippe, aber dann bist du einfach nicht hier auf dem Kanal. Dann ist das ja auch in Ordnung und auch dein Recht. Aber siehst du, jetzt habe ich mit euch einfach mal so geredet und wir machen die Mission erstmal weiter. Okay, ich konnte schießen. Oh. Es ist, nicht so gewollt. Okay, ich bin wieder auf der Straße. Okay, ich konnte jetzt gar nicht lesen, weil ich habe mich gerade konzentriert. Da sind doch auch noch welche. Nee. Was ist das denn für eine Fahrkante gewesen? Welche Map-Designer haben das denn gemacht? Ja klar, ich muss mit so einem Familienkutsche hier diese Berglandschaft und die haben ihre Mopeds. Oh mein Gott, ich kann gar nicht drehen. Oh, endlich. Oh, nicht zu schnell. Jetzt steht hier allerdings nicht, wie viele Checkpoints ich habe. Oh, bloß nicht ins Schleudern geraten. Okay, das ist ein normales Auto. Hi. Ist jetzt auch keiner. Sehr schön. Oh, jetzt muss ich schon wieder hier hin. Warum stehen ja ständig irgendwelche Autos an der Seite? Das macht mir ja Angst. Lasst mich einfach in Ruhe. Also noch ist ja easy. Also ich habe zwei Verfolger. Keine Ahnung, was die tun. Aber solange die mich halbwegs in Ruhe lassen, ist alles cool. Aber ich muss wirklich sagen, die Level... Ja, genau, die Level, die Map... ist schon cool gestaltet worden damals. Also man muss ja immer betrachten, dass es eigentlich ein altes Spiel ist. Nur nochmal ein bisschen aufgefrischt. Von daher für damalige Zeit auf jeden Fall ein Meisterwerk. Definitiv. Heutzutage natürlich, wenn man das jetzt als neu betrachten würde, dann natürlich nicht. Trotzdem geiles Game, keine Frage. Aber das war's ja schon. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay?
Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfai Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Ja, haben wir geschafft. Warum kann ich da einen Feuerlöscher haben? Wieso sollte man den jetzt hier haben wollen? So, jetzt bin ich am Arsch der Welt. Ich hasse euch alle. Was mache ich denn jetzt? Oh, das ist dein Ernst. Stimmt, das war die Sache bei GTA San Andreas. Das habe ich auch gefeiert. Dass die Schwierigkeiten hatten zu bremsen, so ein bisschen auf realistisch angelehnt. Und wenn man nämlich sich auf die Autobahn stellt, also auf den Highway, du wirst überfahren. Weil die können nicht rechtzeitig bremsen. Also es war auf jeden Fall krass dargestellt worden. Und wir haben immer noch eine Wuzzi-Mission. Dann würde ich sagen, wir fahren mal dahin, aber wir müssen mal markieren. Hier markieren, markieren. Markieren. Das ist jetzt ein kleines Stückchen an Fahrt. Aber da kriegen wir hin. Ich war schon zwei Missionen erfolgreich. Ich muss hier runter. Zwei Missionen schon erfolgreich absolviert. Fahren wir jetzt mal zur dritten Mission. Also bisher sind die Wuzzi-Missionen ziemlich easy gewesen. Und weil ich jetzt meinen Mund so weit aufmache, wird die nächste wahrscheinlich richtig widerlich hardcore. Ist ja immer so. Deswegen eigentlich sollte man nie etwas sagen, weil man kriegt dann immer ein Fahrrad, aber ein wirklich hässliches Fahrrad. Ja, viel Spaß. Ein bisschen die Landschaft genießen. Ich denke immer mit diesem Wohnwagen an The Walking Dead. Ich wette, das fühlen jetzt ein paar von euch. An die ersten zwei Staffeln oder drei Staffeln. Ich weiß nicht, wie lange der... Nee, der Wohnwagen hat lange überlebt. Da war ja auch noch bei Negan. Stimmt. Nee, der Wohnwagen hat richtig lange überlebt. Boah, ich glaube sieben Staffeln? Kann sein. 7, 8 Staffeln hat der Wohnwagen mitgespielt. Ja, bin wirklich traurig, dass die Serie ein Ende gefunden hat. War wirklich geil, natürlich mit Schwachpunkten teilweise, aber trotzdem immer geil gewesen zu schauen. Das war ein Fehler. Ich muss da nicht diesen Weg fahren. Doch, ich muss diesen Weg fahren, weil ich hoch muss. Ah, ob ich den Navi wirklich vertrauen kann? Ich mach's einfach mal. So. Ein ganz schön düsteres Wetter. Jetzt könnte auch mal die Sonne scheinen. Nein, ich bin so lost. Ich war richtig. Das Navi hat mich einfach nur umpositioniert, weil... Also, merkt euch eins, vertraut nicht den Navi. Das bringt nichts. Ärgerlich. Egal. Ah, das sind doch die Gangmitglieder. Jetzt nicht mehr. Ja, zumindest glaube ich, dass das diese wilden Gangmitglieder waren. Nicht, dass ich jetzt auch was Interessantes überfahren habe. Aber ich meine schon. I love it, this motor sound. So, wo sie? Ich bin wieder da. Du hast gesagt, ich habe eine große Belohnung. Dann gib sie mir mal. Ich bin jetzt auch Xbox. I need something taken care of. What? Hey man, quit trying to distract me. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man! Damn! How you do that?
Der ist cool drauf. Ich mag den Dude. Big! Catalina, is that you again? Okay. So, jetzt wollen wir mal eine geile Karre haben und direkt zwei Cops. Oh, ihr seid direkt aggressiv auf die Cops, oder wie? Oh, ihr habt AKs. Was geht denn ab bei euch? Hä? Aber warum? Hä? Du brauchst mehr Tauchpraxis, bevor du die Mission starten kannst. Oh. Und ich habe so eine böse Vermutung mit dieser Tauchpraxis. Hm. Man muss wieder irgendeine Anzeige haben in einer bestimmten Stärke. Aber weißt du, was das Problem dahinter ist? Das Spiel ist ein bisschen verbuggt. Das wird mir nämlich nicht angezeigt. Entschuldigung, nimm's nicht persönlich. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal zu dem Alien Cup gehen. Schau mal, was er hat. Ja, leider wird mir das nicht angezeigt. Mann. Ja, ich kann jetzt ein bisschen tauchen, aber was genau bringt mir das? Oder ich muss das außerhalb einer Aufnahme machen, weil euch jetzt mitnehmen, wie ich tauche. Ist ja ein bisschen kontraproduktiv, ne? Deswegen werden wir jetzt... Upsala. Deswegen werden wir jetzt mal zum Alien gehen. Schauen uns mal an, was sich hier für eine Mission verbirgt. Da haben wir wenigstens drei Missionen gemacht. T-Bone Mendez. Now, just listen to me, okay? Now, it's very important that you listen to me. I ain't no retard, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now, this here is the dumb muscle that I was talking about. Call T-Bone, and in reverse. Sup? Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now, there's three of us, and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would What? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you want to make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. What do you mean the ship has been ambushed? We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Okay, begib dich zu einem überfallenen Transporter. Oh, nicht mit dieser Karre hier. Gibt's irgendwie eine geilere Karre? Sieht aus, als würde der in der Luft schweben. Also, alles ein bisschen merkwürdig hier in dem Game. Aber egal, der sieht aus, als wäre er ein bisschen schneller. Ja, ist ein in Ordnung Auto. Okay, wir haben auch nicht mehr so viel Maschinenpistolen-Muni. Entschuldigung. Er springt aber rum in die falsche Richtung. Und was ist das hier bitte für eine Map-Kante? Als ob das so scharfkantig wäre. Könnt ihr doch erzählen, wen ihr wollt. Als ob. Oh. Ach, ganz. Oh. Das sind aber viele Cops. Jetzt einmal hier nach rechts. Freeway. Bin ich hier richtig? Ja. Okay, was muss ich machen? Die töten. Alles klar. Oh, vier Stück und ich habe so eine Karre. Aber ich habe ein Motorrad gesehen. Bitte
Okay, ich dachte, ich müsste jetzt eh umsteigen, aber dann macht ihr das direkt. Alles klar. Okay. Drücke T, um ihr... Ja, ja, jetzt muss ich die... Warte mal. Muss ich jetzt... Dein Ernst? Okay, anscheinbar geht das so umständlich, dass ich immer nur aussteigen muss. Der ist ja nicht ganz herkennbar, beim Auto muss man aussteigen, aber auf dem Motorrad muss man nicht aussteigen, sondern absteigen. Top Stern. Wahrscheinlich wird das jetzt immer höher. Je mehr ich töte. Also die machen einen Diebstahl und dann fahren die sich so einen Scheiß zusammen. Oh nein. Was ist denn deine Mission? Willst du mich verarschen? Hä? Wie viel Schüsse brauch ich denn? Also, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Ja, wahrscheinlich darf ich den nicht von hinten, sondern muss wirklich seitlich das machen. Oh Mann. Oh, eine schöne Auslandschaft hier. So, Kollege. Ah, ich habe dazu gelernt. Also, ich werde dich jetzt nicht von hinten abballern, sondern seitlich. Nämlich so. Perfekt. Oh nein! Oh, ich hasse dich. Es liegt am Boden und der redet einfach weiter. Wie geil ist das denn? Alles klar, guck mal, wir haben dazu gelernt. Wir haben immer noch unsere Muni. Ah, schade. So. Ah, kein Stern. Guck mal. Ist schon mal besser. Wir haben dazu gelernt. Einmal hier T, Muni aufheben, Bike nehmen. Und einmal... Da ist die Sache, ne? Wo ist der eine? Ey, egal. Wir fahren jetzt erstmal hier lang und holen uns erstmal den anderen Vogel. So, müssen wir einfach aufpassen. Also nicht von hinten ballern, schön seitlich. Das geht so viel, viel einfacher. Wir haben schon mal keinen Stern aktuell. Das macht es auch schon mal einfacher. Ja, was ist deren Ziel? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ah, okay, ich wusste nicht, ob er abbiegt. Ich sehe nichts. Einmal so. Dann einmal T drücken. Warum ich T drücken muss, verstehe ich auch nicht ganz. Aber das Spiel verlangt es. So, wer ist der Nächste? Wer hat noch nicht? Ich fahre mal nach rechts. Ich fahre jetzt gleich nach rechts. So. Aber ja, kein schlechter Weg, weil da hinten ist der. Wow. Er kommt genau auf uns zu. Das ist dein Untergang. Nein, ich habe fast gehabt. Komm mal her. Oh, das war knapp. So, Kollege. Perfekt. Gibt es einen Stern? Mal kurz so. Dann einmal T. Schnell aus Moped. Und Gas geben. Weg mit dir. Entschuldigung. Oh oh. Nee, nee. Alles cool. Cool, 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 cool.
muss den jetzt nehmen. Schnell aufsteigen. Schnell, schnell, schnell. Was ist los bei dir? Mann. Oh, so nice. Der fährt in unsere Richtung. Ah, nicht mehr ganz, aber trotzdem war er jetzt nicht so weit entfernt. Dann fahren wir jetzt einmal hier und dann wieder nur geradeaus. Stern ist auch weg. Sehr gut. Jetzt Gas geben. Er fährt in unsere Richtung. Nein. Oh, da hat sich die Reaktion der Hölle eben. Also ihr seid selber schuld, dass ihr einfach nicht euch verzieht. Komm mal her, du bist der Letzte. Deine ganzen Kollegen haben sich verabschiedet. Oh, du hast so Glück. Was mache ich hier? Du jetzt auch. So, die Lenkung ist bei Regen gar nicht geil. Kann ich aussteigen? Mein Gott, immer dieses Aussteigen. Absteigen, Mann. So. Bringen wir mal das Päckchen zurück. Ja, und ich denke, ich werde dann mal offline versuchen, viel zu tauchen, um das Level ein bisschen höher zu machen. Weil da muss ich euch nicht mitnehmen. Das möchte ich euch nicht antun, die ich jetzt einfach nur rumschwimme. Weil ich muss dann im Menü wahrscheinlich immer die Leiste suchen. Weiß ich mir. Auch jetzt hier, ihr habt dieses Klick gehört, weil ich Fahrskill wahrscheinlich jetzt gerade, also Motorrad-Fahrskill erweitert habe. Aber Problem, es wird nicht angezeigt. Zum Spielfehler. Das kann ich leider nicht ändern. Yeah. So, steig auf. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt nicht mit zum Speicherort. Ich wähle sie mir zwar noch eben kurz aus. Wir speichern mal hier. So, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass du eingeschaltet hast. Und auch bei GTR sage ich, ich bedanke mich für mittlerweile 382 Abonnenten. Ihr seid der Wahnsinn, ihr seid der Hammer. Ich bin einfach sprachlos diesbezüglich und kann nur sagen, ich versuche euch so gut wie es geht immer Videos zu bieten, jeden Tag. Da ich das als Hobby mache, kann ich euch leider nicht jeden Tag von jedem Game ein Video bieten. Das schaffe ich einfach aktuell gar nicht. Das ist, wie gesagt, ich mache das nur als Hobby. Ich verdiene damit kein Geld, wie jetzt YouTuber richtig. Aber trotzdem freut es mich, dass ihr Spaß dran habt. Und ich freue mich immer wieder, wenn du einschaltest. Bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Ciao. The lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall.